Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Und wir sind mal wieder beim Carbolite angelangt, denn nach langer Zeit habe ich es endlich mal geschafft, mich um die Modifikationen zu kümmern. Und das war aber auch so ein bisschen aus der Not heraus geboren. Ich möchte euch, bevor wir irgendwo loslegen, bevor ich euch erzähle, was wir genau gemacht haben, zeigen, was wir gemacht haben. Denn zwei Sachen existenziell, einmal die Pumpe und einmal den Drehantrieb. Und ihr erinnert euch vielleicht, wie der Drehantrieb vorher geklungen hat. Ich spiele es mal kurz ein. Und jetzt haben wir es so. Ja. Er hat noch ein leichtes Pfeifen, bei weitem nicht so schlimm. Und kommen wir zum nächsten. Die Pumpe läuft nicht mehr so auf Anschlag. Bei drei Funktionen. Ja, Hammer, oder? Bin relativ zufrieden. Was ist passiert? Eigentlich ist was ganz anderes passiert, denn er stand hier und er hat einen aufs Dach bekommen. Denn es ist tatsächlich so, dass aus dem Regal, das hinter dem Bagger stand, ist eine Toneule gefallen und hat ihn am Abend erwischt. Und die war so schwer, dass es mir hier oben die Leitungen beschädigt hat. Die waren dann undicht. Ja? Das heißt, jetzt kam ich nicht mehr drum herum. Ich musste zum Siggi, und weil der die Leitungen da hat. Und wir haben das Ganze jetzt endlich mal in die Hand genommen und haben die Sachen, die beim letzten Video noch so als Kinderkrankheiten aufgetreten sind. Ihr erinnert euch vielleicht an das Unboxing-Video, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich verlinke euch das, ich glaube, auf der Seite. Ich glaube hier. Ich glaube immer links oben von mir. Ich verlinke es euch auf jeden Fall hier. Das Unboxing, es waren so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Das war einmal dieser brachial pfeifende Drehantrieb, der einfach so schrill war, dass du dir gedacht hast, ich lasse den einfach so stehen, ich klemme das ab, der dreht sich jetzt einfach nicht mehr, weil das so ohrenbetäubend ist, gerade wenn man sehr nah an dem Modell ist. Und das Zweite ist, dass die Pumpe out of the box sich richtig gequält hat. Also das hat, die hat richtig gearbeitet. Und es klang einfach nicht gesund. Das hat mir nicht so gefallen und natürlich die Einstellungen haben nicht ganz gepasst. Gut, das ist ja einer aus der allerersten Generation von denen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es kann sein, dass ihr den auspackt, aus eurer Kiste holt und das Ding läuft butterweich, wie geschmiert. Ich weiß es nicht. Ich kann nur von meinem berichten. Also, wie gesagt, dieses Pfeifen und dass die Pumpe eben immer so hart arbeiten muss, obwohl jetzt gar nicht so viel gemacht wird. Das war irgendwie ungesund, das hat nicht so ganz gepasst. Und dessen sind wir jetzt einfach mal ein bisschen nachgegangen. Ja? Das heißt, als allererstes, nochmal hierzu, ich bin eben zu meinem Onkel, der Siggi, der macht, der lebt Hydraulik. Der macht schon immer irgendwas mit Hydraulik und der baut auch ganz, ganz tolle Hydraulikmodelle selber. Ja? Und hat eben jetzt hier natürlich dementsprechend so viel Ahnung. Der weiß genau, wo er hinpacken muss, weiß genau, wo man drehen muss. Ist einfach der Hammer. Ja? Ich nehme das für euch, ich nehme es gleich mal vorne weg, mit in den Shop als Datenweitergabepunkt. Ihr kennt das von dem Baustellen-Equip. Das heißt, ihr könnt mir das schicken, dann gebe ich das weiter und er meldet sich bei euch. Dann könnt ihr das auch von ihm machen lassen, beziehungsweise er macht auch ganz normale Hydraulikwartungen. Wenn ihr andere Hydraulikmodelle habt, schreibt ihn dann einfach an, sagt ihm das und das Modell, das und das passt nicht, das und das funktioniert nicht, beziehungsweise sie brauchen einen Kundendienst oder ähnliches. Ist einfach der Hammer, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was ist hier passiert? Wie gesagt, meine Leitungen waren oben kaputt und das ist ein One-Take übrigens. Ich drehe das Ding nicht 10-mal. Was ist passiert? Die Leitung war kaputt, wir haben jetzt neue Leitungen eingebaut, neue Hydraulikschläuche und allein hier war schon der Vergleich, wenn ihr mal hier so einen richtig schönen Hydraulikschlauch habt. Und die da drin waren, das war Hartgummi. Also das war, wenn du die in der Hand hattest, beide. Das ist ein richtig schöner Schlauch, Hydraulikleitung. Das andere ist im Endeffekt fast wie Plastik. Das ist so hart, dass sie das überhaupt mitbewegt hat.
War aber jetzt nicht existenziell. Also ich glaube, die anderen waren auch dicht und es hätte auch alles wunderbar weiter funktioniert. Aber hier habe ich natürlich jetzt den krassen Unterschied gesehen, von den Leitungen her schon. Die haben wir jetzt eben hier alle vier ausgebaut. Das war jetzt aber eben, wie gesagt, der Punkt, dass hier was drauf gescheppert ist und die Leitungen nicht mehr dicht waren. Was aber von Anfang an war, ist, du hast überall Öl. Also das war irgendwie nicht dicht. Das war ein Auslaufmodell. Ohne Witz, es war, hier hat ein bisschen was und da hat es ein bisschen gesuckelt und auch im Innenraum, also die Bodenplatte hat sich im Laufe der Zeit irgendwie mit Öl gefüllt. Ich war immer wieder am Öl nachfüllen und ich habe es aber auch nicht irgendwie überrissen, wo das alles herkommt und dann hat es oben wieder gesuckelt und es war irgendwie immer irgendwas undicht. Das heißt, was haben wir als nächstes gemacht? Wir haben die Zylinder einmal überprüft. Bei dem hier hat alles gepasst, hier vorne beim Schaufelzylinder, am Stielzylinder hat sich an der Seite das Öl rausgedrückt. Und das war ein Problem, das heißt einmal Zylinder rausbauen, neuen O-Ring eingesetzt, wieder richtig zusammengebaut, alles kein Thema, läuft wunderbar, hält den Druck auch wieder stand. Ja. Dann haben wir das Problem innen drin gefunden. Warum ist es innen drin dauernd vollgelaufen? Weil der Steuerblock nicht richtig dicht war. Also auch hier einmal zerlegt, alles richtig nochmal dicht gemacht, jetzt ist gar nichts mehr. Wirklich nicht. Alles, was jetzt noch irgendwo an Hydraulikflüssigkeit ich hier an den Fingern habe, vom Hin- und Herbewegen oder weil ich irgendwo hingriffe, das ist einfach, weil es vorher schon da war und der noch nicht komplett gereinigt ist. Ja? Aber ansonsten ist jetzt alles dicht. Wir haben den jetzt so oft hin und her und alles bewegt und jeden Punkt genau nochmal angeguckt, ob irgendwo nochmal ein Tropfen raus. Jetzt passt's. Ja? Also warum der von Anfang an war der immer ein bisschen undicht, jetzt haben wir dieses Problem endlich behoben. Ja? Die Zylinder haben soweit auch gepasst, das ging. Ja? Also wie gesagt, was haben wir gemacht? Einmal die Schläuche hier getauscht und eben nochmal alles auf Dichtigkeit geprüft und nochmal gedichtet. Und dann sind wir an das Thema mit der Pumpe gegangen. Und wir haben zuerst einmal versucht, das einfach nur über die Fernbedienung einfach runter zu regeln. Zu gucken, okay, ist das zu hoch eingestellt? Der war ein bisschen zackig, die Funktionen waren noch nicht wirklich aufeinander abgestimmt. Das war einfach so. Haben wir probiert, aber die Pumpe hat trotzdem immer mit viel, viel Druck gearbeitet. Ja, teilweise sogar abgeschalten. Und das hat nicht ganz funktioniert. Das heißt, der erste Punkt war, wir haben einmal an dem Tankdeckel was verändern müssen, damit dieser Kreislauf hier geschmeidiger läuft. Das hat man sofort gemerkt, war von jetzt auf gleich, allein vom Geräusch her, eine Verbesserung. Aber noch nicht gut. Bei weitem noch nicht gut. Das nächste war ein Ölwechsel. Das Öl, das drin war, und hier war eins dabei, für die Leute, die eins mitgeschickt bekommen hatten oder vielleicht selber eins sich besorgt haben, das, was da drin war, war eher wie flüssiger Honig. Also das war wirklich zäh, das war richtig Öl. Ja? So, das ist jetzt das. Er hat mir freundlicherweise meine Flasche natürlich zum Nachfüllen jetzt auch mit dem neuen aufgefüllt und ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist richtig flüssig. Ja? Und allein das, dass das Öl nicht so pappezäh ist, hat nochmal eine Erleichterung gebracht. Das hat an der Geschwindigkeit und an dem Fahrverhalten nichts geändert. Aber die Pumpe musste einfach jetzt nicht mehr so viel schaffen. Ja? War schon mal klasse. Man hat deutlich auch wieder eine Erleichterung von dem Pumpenmotor gehört. Das haben wir als nächstes gemacht. War aber immer noch so, es hat nicht gepasst. Er hat dann mal ist das ein Barometer? Thermometer ist es nicht, das würde die Temperatur messen. Also ein Druckmessgerät. Das Problem ist, egal welche Funktion ich gefahren habe, der ist sofort von 0 hochgeschnellt auf 20, 25 Bar Druck. Unwahrscheinlich viel zu viel. Also, wir reden hier von einem Modell. Es ist schwer, es ist aus Metall und alles. Aber trotzdem, ich werde damit keinen gewachsenen Boden baggern. Das heißt, 25 Bar Druck sind einfach eine Belastung für dieses Modell. Das ist für die Pumpe eine Belastung, das ist eine Belastung für die Schläuche, für die Zylinder, für alles. Ja? Und ist natürlich viel zu viel, habe ich mir sagen lassen. Ich habe keine Ahnung, ich wiederhole hier nur die Sachen. Aber es ist tatsächlich so, 15 bis 18 Bar reichen lockerst. Ja? So. Und jetzt war aber das Problem, die Pumpe hat ein Druckventil, wo man einstellen kann, wie viel Druck das ist, das aber nicht richtig funktioniert hat. Also quasi gar nicht. Entweder wir machen hier voll zu, das heißt, wir haben 25 Bar Druck, Punkt, und dann kotzt natürlich die Pumpe, oder wir haben gar keinen Druck. Dazwischen
gab es nichts. Das heißt, er hat mir hier das Druckventil umgebaut und jetzt konnten wir ganz feinfühlig den Druck so anpassen, wie wir es gebraucht haben. Ja? So. Und nachdem das alles gemacht wurde, die Pumpe wirklich richtig schön läuft. Die quält sich nicht, auch wenn ich drei Funktionen fahre. Das geht flüssig, alles wunderbar. Dann hat er hier an der Fernbedienung die Pumpe dementsprechend geregelt, den Mischer neu eingestellt und auch die einzelnen Fahrfunktionen jetzt so eingestellt, dass ein schönes proportionales Fahren möglich ist, wenn man es kann. Ja, meine Baggerkünste lassen zu wünschen übrig. Das heißt, wenn ich das kann, dann kann ich wirklich alle drei Funktionen hier schön miteinander fahren. Ich bin schon längere Zeit scheinbar nicht mehr Bagger gefahren, denn ich tue mir hier immer wieder schwer. Das dauert immer mal eine halbe Stunde, bis ich mich hier eingearbeitet habe. Aber ansonsten muss ich sagen, ich bin top zufrieden, ja? So wie es jetzt funktioniert. Also, wir haben, wie gesagt, Öl gewechselt und die Pumpe eingestellt, beziehungsweise das Druckregelventil umgebaut. Das musste leider wirklich geändert werden, denn es hat, so wie es verbaut war, bei mir jetzt nicht funktioniert. Und jetzt läuft es einfach auch schön sauber. Man kann das gut einstellen. Ja, weil vorher, also wie gesagt, das waren so Kleinigkeiten. Der Stiel entweder Vollgas raus, weil er halt auf Druck fährt und den Druck da abbauen muss. Oder es zuckelt oder es klang einfach auch nicht gut. Es klang nicht gut. Die Pumpe tat mir echt leid, wenn ihr die hast laufen hören. Ja, so, also das ist alles wunderbar. Hat super funktioniert. Und jetzt ging es nochmal an diesen Drehantrieb. Und ja, er pfeift noch ein bisschen. Es ist nichts verändert worden. Es ist der gleiche Motor und es ist immer noch der gleiche Regler. Also ich habe keine Regler getauscht. Ich habe den Pumpenmotor drin gelassen. Das ist die gleiche Pumpe, es ist die gleiche Hydraulik, es ist der gleiche Steuerblock. Es sind die gleichen Steuerblock-Servos drin und es ist immer noch der gleiche Drehantrieb. Also ich habe das nicht umgebaut oder wir haben das nicht umgebaut. Es ist immer noch der gleiche Motor, die gleichen Zahnräder und so weiter und eben auch noch der gleiche Regler. Aber er hat es mechanisch so hinbekommen, dass eben das Pfeifen endlich weg ist. Denn natürlich, ich bin ganz ehrlich, anderer Motor, anderer Fahrregler, es hätte wahrscheinlich genau wieder gepfiffen. Denn es war ein mechanisches Problem jetzt hier. Ich weiß nicht, irgendwann baue ich vielleicht wirklich mal einen anderen Regler ein, wenn der hier kaputt ist. Wenn dann das Pfeifen weg ist, das ist diese Restnuance, die er einfach hat, aufgrund des, der Geschwindigkeit, die dieser Motor hier macht. Aber so ist doch der Hammer. Ich meine, ich musste jetzt nicht irgendwie für 60 Euro einen neuen Regler einbauen. Freut mich. Ja? Ich musste auch nicht einen anderen Motor suchen, denn ich habe keine Ahnung, wir haben diesen Motor hier rausgebaut, es steht nichts drauf. Ich habe keine Ahnung, was für eine Drehzahl, was für Spezifikationen der hat. Ich weiß es schlicht nicht. Ja? Das heißt, das müsste man alles nochmal rausfinden. Haben wir alles nicht machen müssen. Er hat es so umgebaut, wie es ist. Ja? Und da muss ich sagen, ist einfach top. Ja, und wenn ich mir das so angeschaut habe und ihm zugeguckt habe, was so alles gemacht wurde, ich kann es euch nur raten. Also wenn ihr sagt, ihr habt den Out of the Box gekauft, seid nicht bewandert mit Hydraulik, es ist euer erstes Hydraulikmodell, vielleicht wie bei mir eben auch, dann nehmt es in Anspruch. Ja? Schreibt mir, nehmt diesen Posten, dann kriegt er eine E-Mail und dann meldet er sich bei euch und dann macht ihr was aus, was er tun soll oder tun kann. Ja? Ich habe ihn gefragt, bei seinen Baggern ist es so und bei denen, die er auch schon gebaut hat oder irgendwo wieder weiterverkauft hat, einmal im Jahr einen kleinen Kundendienst, Ölwechsel, nochmal alles durchgucken auf Dichtigkeit, vielleicht Ohrringe tauschen, die Einstellung nochmal überprüfen. Es sind Verschleißteile, also das ist einfach so. Ja? Das heißt, es ist immer irgendwo was in Bewegung, wo verschleißt, wo man neu einstellen muss, wo man einfach mal nachgucken muss. Und ich meine, wir reden hier nicht mehr irgendwie von so einem 100-Euro-Modell, wo ich sage, ja gut, da gebe ich kein Geld mehr aus, sondern hier, da lohnt es sich ja wirklich zu sagen, okay, ich will, dass das richtig geil funktioniert, ja, dann nehme ich vielleicht noch 2-3 Euro in die Hand. Das Modell ist ja günstig. Also es ist immer noch ein günstiges Einsteigermodell mit Hydraulik. Und wenn ich da noch ein paar Euro reinstecke, habe ich ein richtig geiles, funktionierendes Modell. Was will ich denn mehr? Ja? Und wenn ich jetzt noch sage, gut, hin und wieder gebe ich ihn einfach in Pflege, weil ich selber vielleicht einfach nicht kann, nicht will, ich die Möglichkeiten nicht habe. Ich habe schon gesehen, wenn jetzt hier irgendwie eine Schraube abbricht oder hier so ein Zapfen wirklich kaputt gehen würde, ich hätte gar nicht die Möglichkeit, weil ich die Teile gar nicht da habe. Ich müsste wieder raussuchen, müsste was bestellen, was mich einen Haufen Geld kostet für ein Teil, das wahrscheinlich in so einer 100er-Tüte drin ist. Deswegen nutzt es. Ich kann es euch nur raten. Ansonsten, ich finde das Modell nach wie vor richtig klasse. Er hat Kraft, er ist schön zum Fahren und wir haben die Geschwindigkeiten hier alle wahnsinnig runtergeregelt.
einfach weil ich schon lange nicht mehr gefahren bin, da kann ich feinfühliger fahren. Je mehr man dann damit spielt, je mehr man da reinkommt, viele von euch sind vielleicht auch Baggerfahrer, die haben das zack, zack, überhaupt kein Thema. Wir sind jetzt am unteren Limit. Das heißt, nach oben hin ist wahnsinnig viel Platz. Das Ding hat wahnsinniges Potenzial an Kraft und an Geschwindigkeit, dass wir den jetzt aber momentan runtergeschraubt haben. Ja? Das heißt, als Modell, wie gesagt, klasse Sache. Ich verlinke euch das Modell selber nochmal im Ding unten. Ich habe das bei Modellbau Natterer bestellt. Der ist bei mir um die Ecke. Aber auch da ist es so, es gibt ja keine kleinen Modellbauläden mehr. Zumindest bei uns hier irgendwie nicht. Ja? Das heißt, es ist der Modellbauladen um die Ecke. Die verschwinden alle. Es gibt nur noch große Online-Shops, die eben solche Sachen hier importieren. Und da sterben die Kleinen aus. Und selbst wenn ich noch so einen kleinen Modellbauladen um die Ecke habe, die Chance, dass der dann Baumaschinen macht und die Chance, dass der sich wahnsinnig gut mit Hydraulik auskennt, ist halt einfach leider gering. Ja? Und was mache ich bei einem Online-Shop? Da kann ich es reklamieren, dann schicke ich es zurück. Was machen die? Schicken es die dann irgendwo über den Suezkanal dem Chinesen wieder? Ich weiß es nicht. Ja? Warte ich ewig lang drauf. Ich bin froh, dass ich jemanden hier in der Nähe habe. In der Nähe, sage ich jetzt einfach mal, Postweg innerhalb Deutschlands, ist halt eine tolle Sache. Da kann ich es auch hinschicken, wenn ich jetzt nicht um die Ecke wohne. Und dann weiß ich zumindest, es kümmert sich jemand drum, der richtig Ahnung von Hydraulik hat. Ja? Also, wie gesagt, ich verlinke euch nochmal den Bagger. Ich verlinke euch die Position in meinem Shop. Wie gesagt, anmelden, die Position rein. Ist ein obligatorischer Euro drauf, weil es das Warnsystem nicht nimmt. Den berechne ich euch natürlich nicht, um Gottes Willen. Anders nimmt es leider der Warenkorb nicht. Und dann schickt ihr mir das und dann kriegt ihr dann Bescheid. Ja? So einfach ist das. Und ich möchte euch einfach hier den Kontakt herstellen, denn die Möglichkeit sollte jeder haben und es macht einfach mehr Spaß. Wenn das Modell richtig eingestellt ist, wenn das Modell richtig funktioniert, dann macht das Ganze einfach mehr Spaß. Ja? So, in diesem Sinne, ich werde noch ein bisschen baggern und deswegen kommt jetzt auf den Parcours und dann hoffe ich, dass wir uns bei den nächsten Videos wieder sehen. Bis dann!